Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Neu-Midi-Brunnen, unsere schöne Alpen-Map. Und wie es so in den Alpen üblich sein sollte, wir sind im Februar und es liegt Schnee. Jede Menge Schnee liegt und ich bin hier gerade damit beschäftigt, Silage wegzubringen, weil die Silage bringt uns jede Menge Geld und unser Silo ist gut voll mit über 170.000 Litern. Ja, und das muss verkauft werden, damit wir unseren Kontostand ein bisschen nach oben bringen. In der Zwischenzeit habe ich auch uns noch 10 Milchkühe gekauft für den Hof und somit haben wir jetzt 30 Kühe und das sollte uns auch gut jetzt Milch oder die Milchproduktion richtig gut jetzt auch ein bisschen ankurbeln. So, muss ich mal hier ein bisschen aufpassen. Es ist doch teilweise glatt und hier der Schlepper verliert vorne ein bisschen auf der Vorderachse den Grip. So, und vor allen Dingen ist hier auf dem Hof mittlerweile jede Menge Schnee und ihr merkt schon, wie der hin und her wackelt. Ja. Eigentlich gehört das geräumt. Ja, aber ob sich das jetzt wirklich lohnt, dass wir hier noch ein Schild kaufen, ich weiß es nicht. So, 164.000 haben wir drin. Wir laden nochmal voll. So, machen hier zu. Aha. Charlie ist auch unterwegs. Hallo Charlie. Na? Ja, bist ein ganz feiner und versteckst dich fast hier mitten im Schnee. Sehr gut. So, achso, ich wollte ja hier eigentlich noch ganz kurz reinschauen. So, also da seht ihr es jetzt. Wir haben hier nochmal ein paar Holzen dazu gekauft. 13 Monate, das heißt, die müssten eigentlich dann demnächst ja auch schon Milch bringen. Die anderen, die hier schon auf dem Hof waren, sind bei 24 Monate. Und somit, ja, kriegen wir dann auch Reproduktion 60%, kriegen wir auch demnächst in ein paar Monaten auch nochmal 10, 20 dazu. 60 passen ja hier in den Stall und dann sind wir auch schon fast am Anschlag. So, unser Lamborghini. Ja, ihr seht, ich habe es ein bisschen probiert, hier mit der Schaufel den Schnee wegzuschieben, beziehungsweise wegzuladen. Aber wenn wir hier den ganzen Hof hier leer machen wollen, nee, da bin ich ja den ganzen Tag mit beschäftigt. So, wir fahren hier mal lang. Ohne natürlich Charlie hier zu gefährden. Sehr schön. So. Und hier ist zum Glück geräumt. Hier können wir wieder normal fahren. So. Ups, da kommt einer. Jep. Ja, muss schon sagen, das hat was hier, diese Map mit in der Winterlandschaft. Also das ist schon schön, sehr schön. So, wir haben in der letzten Folge schon mal geguckt, aber jetzt in dem Monat habe ich, glaube ich, noch nicht geschaut, im Februar. Müssen wir mal schauen, ob es vielleicht irgendwelche Aufträge gibt. Denn ansonsten gibt es ja jetzt nicht allzu viel zu tun. Die Tiere sind versorgt. Ein bisschen Getreide habe ich ja noch übrig gelassen, damit wir die Tiere füttern können. Die Hühner. Und Heu und Gras und Silage haben wir ja auch genügend. So. Sodass wir also auch mit den Kühen keine Probleme haben, die zu versorgen. Hier geht es jetzt zum Tierhandel. Bekannt aus der schönen Alpenmap. So, und da ist der Verkaufspunkt. Und da muss ich sagen, das hat der Motor sehr schön gemacht. Ist deutlich größer als im Original. So. Da hat man wenigstens genügend Platz. Und auch vorne zum Rumfahren. Sehr schön. So, was bringt uns das Ganze? Knapp 6,8. So, wir machen das Deck wieder zu, plane wieder drauf. Und das Schöne ist, habe ich jetzt auch hier gesehen,
Hier sind auch jede Menge Verkaufspunkte für Tierfutter. Also sollte mal irgendwas sein, dass uns irgendwas ausgeht, Schweinefutter, Hühnerfutter oder ähnliches, dann haben wir hier auch die entsprechenden Trigger und Ladestationen. So, und da kommt wieder einer. Wir fahren rechts rum und dann gleich wieder links. Ja, und dann machen wir nochmal eine Fuhre. Und dann würde ich gerne Folgendes machen, so schön nämlich auch die Map jetzt ist hier, mit dem Winter, mit dem Schnee und allem, würde ich mal gerne eine kleine Rundfahrt machen über die Map, um nochmal zu schauen, wo sich jetzt eigentlich alles befindet. Hatte ich ja schon mal angekündigt, dass wir hier so eine Art einen kleinen Roadtrip machen. Da würde ich nämlich uns einen Quad kurz mieten und dann fahren wir hier einmal über die Map rum und schauen mal, weil es gibt ja hier noch zwei Flächen, die man sich mal anschauen kann, zum Beispiel für eine Hoferweiterung. Ups, da muss man immer vorsichtig sein. Die Kollegen fahren ja immer hier raus, ohne Rücksicht auf Vorfahrt. Und die Flächen würde ich mir gerne mal ansehen, weil eventuell können wir da was machen. Eventuell für den Bereich Forstwirtschaft oder dann halt, um zum Beispiel noch einen Stall zu setzen oder ähnliches. Ja, wie gesagt, schauen wir uns das Ganze mal direkt vor Ort an, was man dann mit diesen Flächen eventuell anfangen könnte. So, aber einmal gibt es jetzt nochmal Silage, nochmal über die Rüttelstrecke, über die verschneite Rüttelstrecke hier auf dem Hof zu fahren. Boah. So. Und die Plane wieder drüber. So, jetzt fahren wir aber ganz normal zum Hof, zum Hauptein- und Ausgang raus. Auch wenn Charlie hier wieder mal ein bisschen im Weg rumsteht. So. Die ersten Salatpaletten haben wir auch schon wieder. So, Bingo. Ist frei. Oh, der Schneemann ist auch weg. Da stand ja letzten Monat noch ein Schneemann. So, und dann fahren wir wieder rechts rum. Immer schön im Uhrzeigersinn um den See herum. Ja, wenn man so hier dieses Gegend hier so sieht, bei dem schönen Wetter, blauer Himmel, da hätte man richtig Lust, jetzt wieder mal die Skier anzuschnallen und ein bisschen alpin zu fahren. Aber naja, da wo ich jetzt gerade bin oder da wo ich wohne, da liegt halt gerade kein Schnee. Aber ich glaube, das geht euch fast allen so. Dieses Jahr war jetzt auch wieder nicht besonders üppig. Aber in den Bergen, da hat es dann jetzt doch die letzten Wochen mal geschneit und ich glaube, da ist die Skisaison jetzt eröffnet. So, zum Viehhandel wieder rechts rum. Und dann sind wir ja ganz in der Nähe von unserem Händler des Vertrauens und dann werden wir uns mal einen Quad mieten und dann, wie gesagt, mal an die zwei Positionen fahren, die ich gesehen habe, um eventuell den Hof zu erweitern. Jupp, 78.000. So, dann fahren wir jetzt hier links rum. Von links kommt nichts. Rechts ist auch frei. Und ich finde, sie hat ein bisschen kurzes Gleit, beziehungsweise ist sehr, sehr, ja, naja, für das Wetter
Ich weiß nicht, ob das das richtige Outfit ist. So, hier geht's rein. Dann würde ich nämlich einfach mal hier unseren Trecker, hier unser Gespann hier einfach mal lassen. So. Und dann werden wir uns mal einen Quad mieten. Weil da hat man dann auch die beste Aussicht. So, zack. Diverses. Ich glaube unter Diverses, oder? Nein. Wo haben wir es denn? Quatsch. Hier müssen wir natürlich rein unter Autos. Zack, 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 zack. Da haben wir es doch. So, den hier. Den mieten wir uns. Die 331 Euro haben wir frei. So. Und auf geht's. So, ein kleines bisschen steif hier auf dem Fahrzeug. So, dann fahren wir mal hier lang. Und dann geht's ja rechts den Berg hoch. So, da ist frei. Aha. Okay. Werbetafeln auch hier. So, das hier müsste ja die Produktion sein, wenn ich richtig weiß, Schreinerei und so ähnliches. Gucken wir mal kurz rein. Ja, ist aber offensichtlich aufgrund der vielen Baumstämme, die hier rumstehen. So, aber was haben wir hier für einen Verkaufstrigger? So, schauen wir mal kurz. So, das ist hier. Da haben wir also die Schreinerei, das Sägewerk und das Sägewerk. So. Ja, sehr schön. So, kommt was? Nein. Im Winkel, okay. Oh, hier geht es aber ganz schön den Berg hoch. So. Das hier müsste die BGA sein. Und das Bio, die Biogasanlage. Geht die auf? Jupp. Yep. Jetzt auch noch ein paar. Na, aber das ist anscheinend... Oder muss gekauft werden, okay. So, das Bio-Heizwerk. Und da haben wir die BGA mit Keilsilos. Okay. Okay. Hier kann abgekippt werden. Okay. Sehr schön. Was haben wir hier? Verkaufsstation für? Da schauen wir doch mal. Biomasse-Heizkraftwerk. Hm. Was kann man denn hier kaufen? Hm. So. Dann geht es jetzt hier rum. Ah ja, das sind Weinberge. Okay. Aber ich glaube, die werden nur Dekoration sein. Oder kann man die kaufen? Aha. Doch ja, das Feld kann man kaufen, oder? 51, jo. Falls wir also in das Weingeschäft einsteigen wollen, wäre hier eine Option. So, hier müsste das Restaurant sein, eine Verkaufspunkt. Jupp.
So. Und hier haben wir der Hugentobler. Aha. Schauen wir mal kurz. Das müsste sein. Die Spinnerei. Kann das sein? Nein, da waren wir die Pizzeria. Da waren wir gerade eben. Die Spinnerei ist das also. Okay. So, und jetzt muss ich mal schauen, weil hier geht es nämlich meines Wissens hoch. Und da oben haben wir dann nämlich noch eine Freifläche. So, da geht es hier über die Brücke rüber. Okay, das Ganze ist eingezäunt. Okay. Mhm. Also das wäre hier eine Freifläche. Da könnte man natürlich einen schönen Berghof hinbauen. Ja, ist auch eingezäunt, damit man hier nicht runterfällt. Okay. Ja, da hat es genug Fläche. Muss man natürlich erstmal alles roden und frei machen. Aber das wäre zum Beispiel eine schöne Option. Schauen wir uns mal ganz kurz an. Hier oben. Die 29 und die kann man erwerben für 36.000. Und da kann man also hier, könnte man eigentlich bauen. So, die 35. Das ist Wald. Das wäre genau das Richtige für Forstwirtschaft. Also wäre das auch eine Option. Ja, hier kann man Forstwirtschaft betreiben. Mit den entsprechenden Nadelhölzern. Yep. Das wäre doch eine interessante Geschichte. Und dann könnte man natürlich hier, wenn man nicht zum Original, zur Originalschreinerei fährt, könnte man natürlich hier aus Silver Run aus dem Add-on könnte man dann hier, aus dem Platinum Add-on, könnte man hier auch eventuell gewisse Gebäudeproduktionen platzieren für die Holzwirtschaft. Naja, gut. Interessant. Also die Option wäre hier gar nicht mal so verkehrt, weil man hier dann auch jede Menge, ja, Wald zum Abholzen hätte. So, mit schön geraden Bäumen. So, jetzt geht es hier wieder runter. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Oh ja. So, dann müssten wir doch jetzt hier links wieder auf die Straße kommen. Und hier hätten wir eine Wiese, eine schöne große Wiese. Das ist die 17. Und die liegt bei 125. Okay, 2 Hektar Wiese. Aber mit einem sehr guten Ertragspotenzial. Okay. Ja, aber aufgrund eben der Gefälle oder der Steigung der Topografie ist es, glaube ich, wirklich prädestiniert als Wiese. Und da sollte man dann auch sonst nichts anderes anbauen. So, da geht es jetzt wieder hier runter, den Berg runter. Dann werden wir da unten wieder ins Dorf kommen. Und alles, was wir hier rechts haben, es gehört alles zu dieser Wiese, zu dieser Wiesenfläche. Ups. Sehr schön. So, dann sind wir wieder in der Ortschaft. Und dann fahren wir mal auf der anderen Seite den Berg hoch, weil auch dort hat es eine entsprechende Freifläche, die man eventuell nutzen kann, auch für andere Geschichten. Wie eine Hoferweiterung zum Beispiel. Einen kleinen Berghof. Ups, ja okay, Zebrastreifen. Oder eben... ja, da könnte man dann zum Beispiel dann auch einen Schweinestall oder irgendwas Ähnliches dann platzieren. So, hier geht es jetzt hoch. Ja. Gefährliche Kurven. Aha. Steinschlag. Sehr schön.
So, auch hier rechts müsste eigentlich, glaube ich, ein bisschen Wald sein für Forstwirtschaft. So, wo geht's jetzt hier rein? Okay. Und was haben wir hier? Auch eine Produktion. Ja, geht auf. Dann schauen wir mal. So, da sind wir jetzt hier oben im Norden. Und das ist die Müsli-Fabrik. Ah, okay. So, nee, stopp. Da wollte ich noch schauen, kann man das kaufen? Das kann man kaufen. Ist die 31 anscheinend und hat einen Wert von 53.000. Und da kann man anscheinend, ja, auf jeden Fall auch Forstwirtschaft machen. So, Müsli-Fabrik ist, glaube ich, jetzt erstmal ein bisschen, ja, nicht so interessant. So, weil Müsli-Fabrik ist ja so ein bisschen die Königsklasse. Da brauchen wir ja jede Menge Zeug. So. So, auch hier haben wir schöne, schöne, schöne Bäume für Forstwirtschaft. Und jetzt müsste es eigentlich mal schauen. Hier ist Feld Nummer 1. Okay. Und hier geht es irgendwo rechts. Achso, stopp mal. Das ist der Feldeingang, oder? Ah, nee. Das scheint diese andere Freifläche zu sein. Da gucken wir mal. Yep, genau. 27 kann man also für 59.000 kaufen. Und das müsste eigentlich auch eine ebene Fläche sein, wo man mit Sicherheit einen kleinen Berghof hätte hinbauen können, wenn man nicht mit dem Originalhof spielen möchte. Ja, schön, schön flach. Da lässt sich gut bauen. Auf jeden Fall. Muss man natürlich auch gucken, dass man hier die ganzen Büsche und diese Bäumchen hier wegmacht. Das ist natürlich dann noch ein bisschen Arbeit. Aber dann hat man hier gleich in unmittelbarer Nähe Feld Nummer 1 und das kann man dann bestellen. Allerdings auch wieder mit Hanglage und da bietet sich natürlich dann einer von diesen Dreschern an, die eben sich an die Hanglage anpassen. Okay, also die eine Freifläche da unten im Süden am Berg, die bietet sich mit Sicherheit gut an, auch aufgrund des Waldes in der Nähe für die Forstwirtschaft. Hier, die Fläche bietet sich an für einen schönen, schönen Berghof, für eine Erweiterung, nicht schlecht. So, dann schauen wir noch mal, wo können wir noch hinfahren, wo gibt es noch was Interessantes zu sehen? Okay. Da haben wir die Müsli-Fabrik gesehen. Da ist das Waldstück. Da sind wir vorhin hochgefahren. Und da gibt es noch einen interessanten Weg. Huch. Nein, kommt nichts. So, mit dem Gegenverkehr. Ups, fahren wir hierher. Ah, hier hat es einen Aussichtsplattform bzw. Parkplatz. Ja, dann gucken wir doch mal. Sehr schön. Ja, Leute. Dann haben wir ein bisschen Silage verkauft und haben eine kleine Rundfahrt gemacht um die Map. Haben uns mal die Flächen angeschaut, die eventuell für Erweiterungen anstehen. Und da oben fährt der Zug. Und ich glaube, mit diesem tollen Blick darf ich mich für heute wieder mal recht herzlich bei euch bedanken. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert oder auch ein Däumchen zumindest da lasst. Das wäre echt ganz, ganz toll. Hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid, wenn wir hier den Landwirtschaftssimulator spielen. Und wie immer darf ich mich als Baden-Farmer bei euch recht herzlich bedanken und verabschieden mit einem Tschüss, Ciao, Cheerio, bis zum nächsten Mal.